Hallo Leute, mein Name ist OzasT und willkommen zurück zur zweiten Folge der zweiten Serie Factorio. Oder genauer gesagt Warptorio. Das ist das Mod, das wir hier spielen. Und wir werden hier weitermachen, wo wir auf dem letzten Planeten aufgehört haben. Forschen. So. Das. Ein Masten, ein Labor. Bauen uns doch noch ein zweites und auch ein bisschen Munition, denn das werden wir benötigen. Würde vielleicht helfen, wenn wir da ein paar Fläschchen reinlegen. Dann gehen wir noch hier rüber zum Eisenfeld. Sehr schön. Hier noch einen Turm. Ja, hier haben wir keinen Turm. Das ist vielleicht nicht ganz so klug. Ein paar Fische für eine gesunde Ernährung. Und die lege ich mir hier hin, dass ich sie zur Hand habe, wenn ich sie brauche. Und Kohle ist schon mal vollgelaufen. Haben doch auch hier drin noch Maschinen. Okay. Früher oder später kommen die Aliens und dann möchte ich gerüstet sein. Drum machen wir mal physikalischen Projektilschaden. Es dauert ein Weilchen. Wer hat Forschungsgeschwindigkeit 10. Aber wenn wir hier Munition produzieren, ist das wahrscheinlich läuft das schneller, als wenn ich das von Hand mache. Dann kann ich hier auf das Bauen der roten Fläschchen konzentrieren. Eisen habe ich genug in der Tasche, aber kein Kupfer mehr, weil ich dachte, ich brauche kein Kupfer für die Roten. Fehlanzeige. Okay.
Okay. Sie kommen, sie kommen, sie kommen von oben. Und weil Projektilschaden nicht so wahnsinnig hoch ist, braucht das ein Weilchen bis zu ein Nest. Zerstört ist. Aber wir kommen dahin. Wir kommen dahin. Und musste noch keine Fische futtern. Ganz so übel war es dann doch nicht. Okay. Unten geht schon mal die Kohle aus. Hier oben haben wir wahrscheinlich keine Eisenplatten mehr. Ja, brauche ja 4 Eisenplatten für einen Munitionsgürtel. Aber wir sind fleißig am Forschen. Hier der Anfang, der ist immer etwas zäh. Ist auch bei Vanilla so. Nur hier ist es natürlich noch etwas erschwert, denn nach rund 20 Minuten müssen wir alles wieder einsammeln, denn wir werden auf den nächsten Planeten geworbt. Drum macht es hier gerade in der Anfangsphase wenig Sinn, groß sesshaft zu werden, eine Automation aufzubauen. Eigentlich mehr die einfachen Schritte wie Munition, dass wir die automatisch bauen, denn wir werden einiges an Munition verballern. Aber zumindest die Erfahrung von meinem Testspiel, das ich auch in der Einführungsfolge gezeigt habe, hat gezeigt, dass wir eigentlich mit den mit der gelben Munition kommen wir durch bis ans Ende, aber natürlich am Ende hatten wir auch die Lasertürme, die den Großteil der Verteidigungsarbeit übernommen haben. Aber Lasertürme aus meiner Sicht rentieren sich, machen erst dann Sinn, wenn wir auch eine gute Energieversorgung haben. Und die kommt typischerweise erst mit Kernenergie. Okay, wir haben bald Halbzeit, 10 Minuten noch. Und wir brauchen, je nachdem wie weit wir hier laufen müssen, etwa 2 Minuten, um alles abzubauen. Okay, die Montagemaschine ist hier. Gut.
hier etwas nach. Stellen sicher, dass uns die Kohle hier drin nicht ausgeht. Und die Forschung ist ja schon bei 28%. Wir könnten die Forschung sogar auf diesem Planeten fertig bekommen. Sind, glaube ich, jetzt genügend Fläschchen drin, um diese Forschung abzuschließen. Okay. 100 Stück haben wir produziert. Wir den mal raus. Der ist hier drin gelandet. Ein bisschen Stein einsammeln unterwegs. Und immer schön schauen, dass überall, wo wir irgendwas produzieren, dass das nicht stockt, dass wir die Zeit optimal ausnutzen. Okay, da drüben. Wird's lustig. Anscheinend gibt es auch in dieser Richtung ein Nest. Hier, da oben drei Nester sogar. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Stelle mich lieber hier zur Seite und wenn dann die Aliens kommen, dann kann ich den Turm unterstützen. Weil offenbar gehen sie zuerst auf mich los. Und in der Zwischenzeit kann ich rasch mal hier rüber ein paar Platten reinlegen. Ah, von da unten kommen sie jetzt auch. Okay, das war unser Turm. Und typischerweise ist das ein Anzeichen, wenn die Aliens kommen, dass es Zeit wird, zusammenzupacken. Insbesondere, wenn sie in einer solchen Übermacht kommen, dass ich ihnen nicht mehr Herr werde. Weil wir können auch diesen Knopf drücken und dann verschwinden wir bereits vor der Zeit. Aber das machen wir erst, wenn wir hier auf der Plattform stehen. Okay,
dieser Turm hat inzwischen auch Schaden genommen. Okay, und das war's für diese Folge. Und dann schauen wir mal, was dieser dritte Planet bringt.